Hi Leute, ich begrüße euch zum zweiten Teil beim Einrichten des Kubikus bzw. Besetzen. Gestern waren wir damit stehen geblieben, dass wir die Korallen im Dip bzw. im Korall RX gebadet haben. Die hole ich jetzt gleich raus, stelle die erstmal grob ins Becken rein, weil ich noch einige Sachen machen möchte. Jeder von euch kennt Briareum, blende ich euch jetzt mal kurz ein. Das ist dieses, einige nennen es Affenhaar, grüne Affenhaar. Das sind Röhrenkorallen, die eigentlich invasiv sind und die möchte ich hier unten, ich sage jetzt mal, als grünen Teppich vorne drin haben. Ja, das Becken soll im Endeffekt nackt bleiben. Ich will keinen Bodengrund haben. Ich werde jetzt drüben hingehen und mir das Briareum abmachen. Das ist hinten bei mir an der Scheibe angewachsen. Das werde ich einfach mit einem Schaber runterziehen und werde das hier reinpacken. Das Ganze besetzen lasse ich in einem Zeitraffer laufen, weil das würde sonst zu lange gehen. Also, viel Spaß dabei, bis gleich. So Leute, ich habe jetzt hier Stichproben genommen von den verschiedenen Herstellern. Das ist alles Material aus dem gleichen Bereich, da habe ich die Rundel auch her, die haben alle die gleiche Dichte. Ich fange jetzt erstmal an, die Korallen hier reinzupacken. Am besten das mit dem entsprechend meisten Wasser, damit wir die dementsprechend auch dippen können. So, ihr seht selbst. Hier, das ist echt geil. Die sind in der Verpackung, sind die offen. Haben natürlich nicht die entsprechende Farbe. Wunderschöne Tiere, danke Dietmar. Hat übrigens auch immer eine sehr gut gefüllte Anlage, muss man ganz ehrlich sagen. Kaffee gibt es natürlich auch. Die ganze Zeit, wenn ihr da seid, wenn ihr wollt, könnt ihr haben. So, die Problematik, die wir jetzt im Endeffekt haben, ist, ich muss gucken, dass wir ausreichend Wasser hier drin haben. So, und ich weiß, dass hier in dieses Behältnis knapp 1,5 Liter reingehen. Das heißt, die entsprechende Tropfenanzahl von dem Zeug muss ich jetzt gleich ausrechnen, beziehungsweise 12 Stück pro Liter, 12 Tropfen pro Liter war das, glaube ich, und gucken, ob ich die hier von runternehmen kann. Ja, kann ich, obwohl das sieht alles sehr gut aus. Wie gesagt, wir werden sehen, was gleich die Aktion Dippen hier bringt. Jetzt kommen wir zu den Sachen vom Uwe. Wie gesagt, auch ein schönes kleines Kellergeschäft. Gehen wir weiter. Wir haben hier einmal, die habe ich mir auch geholt, sieht man hier rechts jetzt leider relativ schlecht. Das ist eine Crafted Monty, das heißt zweifarbig, grün und rot. Sehr schönes Tier. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir schon genug Wasser drin haben, um die Euphilia hier reinzusetzen. Ihr seht, die ist hier hängend, freischwebend verpackt. So sollten sie eigentlich auch transportiert werden, damit die Köpfe nicht irgendwo anliegen. Ich kann die jetzt gleich hier, muss ich ein bisschen Platz für machen. Die kann ich jetzt hinlegen, da muss ich noch ein bisschen schauen, dass ich die Köpfe nicht zu sehr aufliegen, dass sie nach Möglichkeit freischweben, das ist relativ wichtig. Aber ich kann natürlich auch erstmal, oh. So, die muss ich jetzt mal eben hier auf Seite tun. Ab. So, jetzt muss ich die so legen, dass die Köpfe frei sind. Ich habe hier so kleine Ausbeulen drin, das heißt, die Köpfe selber liegen nicht auf. Der Stein schon. Bei dem Stein, den schaue ich mir gleich nochmal genauer an. Und jetzt kommen wir zu den Sachen vom Sven.
Die muss ich mir auch genau angucken, weil er nämlich hier und da ein paar kleine Plagen drin hatte. Das ist hier eine Acropora tricolor. Und zwar erstmal nur ausgebildet als Basalscheibe. Noch nicht im eigentlichen Wachstum. Das ist schon mal sehr, sehr geil. Dann haben wir hier eine, frag mich jetzt nicht nach dem Namen, auch noch eine Acropora, die geht aber drüben in das andere Becken rein. Die kommt jetzt nicht mit hier rein. Da muss ich noch ein kleines bisschen Wasser auffüllen, aber die muss ich auch mit behandeln. So, und dann haben wir hier noch eine kleine Forest Fire. Ich mache gleich noch eine Aufnahme davon, dann könnt ihr das von oben sehen. Und da muss ich auch nacharbeiten, da sind ein paar Algen dran. Dann habe ich hier noch eine Fingerkoralle, die muss ich auch mir nochmal genauer anschauen. Und last but not least, einige werden jetzt sagen, die ist schon eine Anemone. Das hier ist eine Mini-Anemone, eine Crassa. Die nehme ich mit ins Becken, weil ich die Tiere sehr, sehr geil finde. Und ich hier die Möglichkeit habe, auch überall dran zu kommen, wo dementsprechend die sich vermehren könnten. Die sind sehr teilungsfreudig und können in, ich sag mal, normalen Riff-Aquarien zur Plage werden. Hier komme ich zumindest im Moment noch relativ gut dran, werde diese einsetzen und gucken, wie sie sich verhält. Wenn es das Ganze überhand nimmt, werde ich sie rausnehmen. So. So, ich habe euch jetzt mal das Ganze mit eingeblendet gehabt, was ich hier alles an Tierchen habe. Und ja, so Pi mal Daumen, das flackert gerade, weil ich da drüben das Programm nicht so richtig geschlossen habe. Und hier müssen jetzt 12 auf 1 Liter, das ist knapp über 1 Liter, also 15 Tropfen rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, die Disco im Hintergrund stelle ich jetzt gleich aus. Ich muss eben kurz hier ein bisschen verteilen und wir machen eben mal kurz den Schnitt und dann machen wir mit den Tierchen weiter. So, jetzt sind wir hier beim Dip an nochmal dran. Ich muss jetzt hier ein kleines bisschen. Wenn man jetzt genau hinguckt, hier sind überall so kleine Sachen, ob das jetzt Tierchen sind oder ob das Dreck ist. Das sei jetzt dahingestellt. Fakt ist, ich bin mir da definitiv sicher. So, als nächstes muss ich jetzt gleich hingehen und da noch Wasser aus dem entsprechenden Becken reinpacken. Da werden die Korallen kurz wieder von dem Dip befreit und anschließend kann ich sie ins Becken setzen. Ich werde die erstmal grob hinstellen und zum Verkleben kommen wir dann später. Ach ja, eins wollte ich noch sagen. Ich werde mir gleich ein anderes Shirt anziehen, weil ich mir die Ärmel hier nicht nass machen will. Also nicht wundern, wenn auf einmal diese Farbe hier vor euch steht. Zum Einsetzen der Korallen, die ich jetzt hier noch habe, wie gesagt, die hole ich jetzt gleich aus dem Dip raus und bade die einmal im normalen Wasser, spüle die ab und dann setze ich die erstmal grob rein und dann geht es ans weitere Besetzen. Ich werde mir drüben dann noch einiges an Korallen holen, was dann hier reinkommt. Das Ganze im Zeitraffer und anschließend schauen wir uns das Ganze genauer an. Viel Spaß dabei!
Ja, Leute, es ist im Prinzip erstmal vollbracht. Alle Korallen, die ich hier reinsetzen wollte, die ich zum Teil von den Händlern gekriegt habe, dafür nochmal vielen herzlichen Dank. Und einen Großteil von drüben aus meinem bestehenden Becken habe ich jetzt hier rübergeholt. Die Aktion mit dem Briareum auf dem Boden, da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das wirklich funktioniert. Ich habe jetzt hier vorne, blende ich euch noch mal separat ein, habe ich erstmal was draufgelegt, damit das unten ablegt und auf dem Boden festwachsen kann. Ob das so funktioniert, weiß ich noch nicht. Ansonsten, wie gesagt, ist es zum Teil Material drüben aus dem Becken rausgegangen und der andere Teil ist natürlich von den Händlern. Und ja, im Moment sieht es noch ein bisschen künstlich aus. Ich sage es mal pauschal gesagt, sieht es ein kleines bisschen aus wie so ein Setzkasten, weil es halt noch nicht gewachsen ist, weil noch keine zusätzlichen Sachen hier und da dazwischen gewachsen sind. Das kommt mit der Zeit. Ja, wenn man ein frisches Becken aufsetzt, dann ist es relativ schwierig, die Korallen so zu setzen, dass es auch natürlich aussieht. Das kommt dann mit der Zeit, wenn sie so ein kleines bisschen gewachsen sind und dann das Becken sich gesetzt hat, sage ich jetzt mal. Ja, alles in allem bin ich erstmal damit zufrieden. Und das, was halt jetzt ansteht, ich blende euch aber auch, zeige euch nachher nochmal ein kurzes Video, wie alles aussieht, wenn es dann komplett offen ist. Morgen im Laufe des Tages, also wir haben jetzt mittlerweile 12:30 und ja, die wollen natürlich auch ein bisschen Ruhe kriegen. Die Tiere, die hier drin sind, Grundel und die Garnelen, genauso wie die Einsiedlerkrebse, sollten auch mal langsam aber sicher ins Bettchen, sage ich jetzt mal. Und wenn dann morgen alles offen ist, reiche ich euch nochmal das entsprechende Video nach. Was jetzt natürlich wichtig ist, dass ich jetzt dranbleibe und dementsprechend die Nährstoffe hinzufüge. Das ist hier gerade jetzt beim EPO-Reef ganz, ganz wichtig, dass das regelmäßig gemessen wird, eigentlich täglich. Und anhand dieser täglichen Messung kann ich dann rausfinden, wie viel ich dann zugeben muss. Ja, alles in allem, das Wochenende ist mal wieder rum. Und ich würde sagen, wenn euch das hier gefallen hat, was ich hier gemacht habe, beziehungsweise was ich dann auch noch weiterhin machen werde, lasst mir doch bitte einen Daumen da. Solltet ihr diesen Kanal noch nicht abonniert haben, abonniert ihn doch bitte. Und ja, ich würde sagen, wir machen hier dann demnächst weiter mit ein bisschen Technikinformationen. Die Lampe muss ein bisschen näher erklärt werden, wie ich sie eingestellt habe. Momentan läuft sie auf ungefähr 25%, aber das ist jetzt auch egal. Alles in allem, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich zähle auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Reimer. Ciao.